Also ich frage mich wirklich, wie die Fanpost beim Tod aussieht. Lieber Tod, danke, dass du meine Oma zu dir genommen hast. Ich habe jetzt endlich das Erbe. Oder wie sieht denn da Fanpost aus? Wir gucken mal. Hör mal rein. Gut an. Ich krieg inzwischen sogar Fanpost. Und ich mag man kaum glauben, aber ich habe mal was mitgebracht, damit ihr seht, der Tod erzählt keinen Blödsinn. Hier schreibt jemand: Lieber Herr Tod, ich heiße Steffi und bin 11 Jahre alt. Ich finde dich ganz toll. Hier mal die Adresse von meinem Mathelehrer. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, aber nee. Also du hast halt nichts davon, ne? Also außer der Mathelehrer hat eine Lebensversicherung auf die Schüler geschlossen oder auf dich geschlossen. Gut, dann würde das Sinn machen. Aber so, was hast du davon? Kriegst einen neuen Mathelehrer. Da habe ich gleich geantwortet und habe geschrieben: Liebe Steffi, danke für deinen Hinweis. Bei der Rechtschreibung gib mir doch auch gleich die Anschrift deines Deutschlehrers. Naja, immer alles auf die Lehrer schieben, du. Ich weiß ja nie. Ich würde vielleicht mal überlegen, ob man nicht selber was falsch macht. Die armen Lehrer, die können doch nichts dafür. Wenn du halt so blöd bist und das nicht verstehst, dann verstehst du es halt nie. Ganz einfach. Oder hier schreibt einer: Ey, Tod, Digger, ich finde dich korrekt. Der ist in seiner Pubertät. Korrekt. Können wir mal zusammen chillen? Damit du es weißt, ey, wenn du mich anfasst, hole ich meine Brüder. Peace, Jerome. Kann man eigentlich den Tod irgendwie anzeigen? Geht das irgendwie? Gibt es da einen Anwalt, der sich darauf spezialisiert, nicht existierende Wesen anzuzeigen? Weil ich würde auch gerne zum Beispiel Fantasiewesen oder so anzeigen, ne? Oder bombardieren, ne? In South Park konnte man ja auf Fantasiewelt bombardieren, ne? Wie ist denn das eigentlich? Gibt's Death Note? Kann man irgendwie beim Toten Death Note bestellen? Also ich hätte gerne ein Buch für, ja, ne, für Dinge halt. Da habe ich natürlich auch geantwortet und habe geschrieben: Lieber Jerome, ey. Ich habe gestern abgenommen. Nenn so dick noch bin ich gar nicht mehr. Dick und ich hol deine Brüder. So war ich. Aber man kriegt wirklich Post als Tod, man glaubt es kaum. Wir schreiben sogar erwachsene Frauen. Kein Scherz, hier. Lieber Tod. Oh, da weiß ich schon, wie es weitergeht. Mein Ehemann geht mal langsam auf den Sack und er hat eine Lebensversicherung auf meinen Namen. Könntest du mal dafür sorgen, dass er die Lebensversicherung endlich bezahlt? Also sprich, dass der Ehegatte stirbt, tot ist. Hilfst du eigentlich auch bei Eheproblemen? Das heißt doch immer, bis der Tod euch scheidet. Und man muss dazu sagen, bis der Tod euch scheidet, das ist nicht zeitlich begrenzt. Also, das kann man, ne? Also, wenn man so den Tod als Freund hat, kann man das ja irgendwie beschleunigen, ne? Alles möglich. Danke und liebe Grüße, Sabine. Da musste ich ja antworten, war ja eine Frage. Und hab geschrieben: Hallo Sabine. Ja, aber na klar helfe ich. Aber dein Mann war schneller. Leider hat dein Mann zuerst angefragt. Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt. Geil. Richtig cool, richtig coole Figur. Ja, ich finde schön, dass der Tod jetzt auf Tournee ist, endlich, dass man auch mal mit ihm so reden kann, mit ihm, ja,
in Geschäfte treten kann. Wie schon gesagt, ich hätte gerne einen Death Note tot. Vielleicht kannst du mir so ein Buch mal besorgen. Das wäre total schön. Und ja, finde ich toll. Super dufte Typ. Tot. Ne? Aber bleib mir vom Hals. Bleib mir vom Hals, ne? Sonst gibt's aber richtig Ärger. Und ich hab die Adresse vom Diablo. Und das willst du nicht. Der Turner. Der spießt dich öf, du. Da gibt's Grillfleisch am nächsten Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt so genau wieder an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.